Berner Bowl. Der regionale Fußball-Podcast für Profis und Fans. Mit dem Fabel und dem Robi. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerschaft, bei der neuesten Folge vom Berner Bowl, Hashtag 67. Nach einer kleinen Pause melden wir uns zurück, der Robi und ich. Hallo Robi. Und ich übergebe Hallo, dir einfach gerade das Wort. Weil du mehr ja, sagst als ich. Ja, viel mehr habe ich nicht zu sagen als du. Die aufmerksamen Zuhörer wissen, dass du deutlich mehr zu sagen hast als ich. Aber das nur so am Rand. Ich möchte mich als erstes bei dir bedanken, Fabu, nachdem ich alle Zuhörer und Schauer begrüße zur Folge 67. Ich habe eine Post bekommen von dir, Fabu, und zwar hat mir eine Zeichnung erreicht, die du selber gemalt hast, und habe mich dafür bedanken. Die wird jetzt hier bei mir an meiner Magnettafel einen schönen Platz bekommen. Wenn du weitere Zeichnungen machen willst, ist das wirklich kein Problem. Ich habe noch Platz an der Tafel. Ja, er steigt nicht drauf ein, dann kommen wir zu meinem einzigen Punkt, den ich in Vorbereitung habe. Jetzt klemme ich einfach ab. Es könnte von mir sein. Es könnte von mir sein, so von Qualität da. Aber aber doch nicht von mir persönlich. Also, kein Problem. Ich habe weder etwas in der Korrigenda noch im Allgemeinen. Was ich aber habe, ist eine Transfer-News. Und zwar die Zweitliga Regio. AS Italiana ist fündig geworden. Bei der Suche nach einem neuen Goalie. Sie pfeifen von den Dächern. Niklas Hofer, der zweite Goalie vom FC Spiez, die Zweitliga Inter, wechselt in der Winterpause auf den Sportplatz Wiesensteig zum AS Italiana. Sehr spannend. Seit er in der Aktiv ist, hat er es ja noch nie zur Nummer 1 geschafft. Es scheint er dort bei AS Italiana die Chance zu bekommen. Ich bin sehr gespannt, ob er sich durchsetzen kann. Man munkelt, dass man ihm das 1 versprochen hat. Das kann ich irgendwie nur schwer glauben, dass man jemandem ein 1 verspricht. Aber man weiß ja nie. Ja, wir haben im Sinn gehabt, in der Winterpause den Podcast ein bisschen anders zu gestalten. Die Zeiten vom Tabellen ablesen und Rückblick, Ausblick, wer wird den Aufstieg schaffen, wer muss ab. Die sind vorbei. Wir versuchen ein bisschen interaktiv zu sein in dieser Winterpause. Und dann würde ich jetzt schon sagen, dass wir zum ersten Gast kommen. Der David Leuenberger ist das. Herzlich willkommen bei uns im Berner Bowl, David Leuenberger. Hallo zusammen, merci vielmals. Hallo. Du hast dich bei uns während der Saison gemeldet mit, ich wollte jetzt nicht sagen mit einem Problem, aber mit etwas, das dich oder euch belastet, die Region. Das war, ich gebe zu, für uns etwas sehr Neues gewesen, oder auch für mich. Ich habe keine Kenntnis gehabt über das bis zu dem Zeitpunkt, wo du dich bei uns gemeldet hast. Aber sag doch einfach mal, wer bist du, von welchem FC kommst du? Genau, David Leuenberger. Beim FC Lotzwil-Madiswil, ich denke, ich kleide mich auch noch passend, um ein bisschen Werbung zu machen. Spiele dort Viertliga, Erstmannschaft, bin auch noch Trainer bei den Junioren seit knapp 2 Jahren und bin dort im Vorstand auch noch minimal tätig, Marketing, Sponsoring, ein bisschen Social Media, so das. Sehr gut, und dann hast du uns etwas erzählt, wo bei euch in der Region, ich klammere es noch mal ein bisschen ein oder aus, ein Problem ist. Und zwar, schilder es doch gerade in deinen Worten. Genau, also das Problem, einerseits ist es relativ doch ein interessantes Projekt. Es wirft auch, ich sage mal, Werbung für FC Langenthal und Gubanito FC. Für uns ein Problem in dem Sinn, eben der Gubanito, YouTuber für den, den ich nicht kenne, ist vor allem mit so meinem Jahrgang oder eher jünger, also so ein bisschen 2000er und jünger, bekannt, da kennt eigentlich jeder. Fußball-YouTuber ist selber auch mal ein Talent gewesen, hat glaube ich auch U-Mannschaften, vielleicht noch kurz IB gespielt, ist dann wegen einer Krankheit nicht gross etwas geworden bei ihm mit der Karriere und hat dann eben auf YouTube machen, bis er dann in Deutschland und jetzt eben auch in der Schweiz seinen eigenen Verein in Anführungszeichen hat gegründet. Unter dem FC Langenthal haben sie Gubanito FC gemacht. Problematik in dem Sinn für uns, dass eben Spieler aus der Region, eben jetzt von uns oder Rocco, Herzogenbuchsee vielleicht auch betroffen, halt dort hergehen
obwohl sie meiner Meinung nach dort auch nicht grosse Perspektiven werden haben. Nur für das sie dort halt vielleicht ein Jahr lang, je nachdem wie lange es der Verein noch länger gibt, dort unter dem Cubanito FC können spielen und halt vielleicht ein bisschen im YouTube vorkommen, was ja auch cool ist. Aber für uns ärgerlich, weil gute Spieler weggehen, vielleicht dann nicht zurückkommen, nicht wahnsinnig beliebt sind, falls sie zurückkommen. Genau. Für uns doch weniger praktisch. Okay, also ich bin ehrlich, ich bin ein bisschen älter als du und ich habe von dem Cubanito noch nie etwas gehört gehabt, bis zu dem Zeitpunkt, wo du dich bei uns gemeldet hast. Ich habe mich dann ein bisschen schlau gemacht, was er so auch fußballtechnisch für einen Hintergrund hat. Du hast es richtig gesagt, es war beim FC Aarau, war dann auch über IB und FC Thun Nachwuchs kurze Zeit, ist er auch schon auf dem Weg zum Profi, hat dann müssen eine Pause machen, wegen einer Krankheit, das konnte ich nicht ganz genau recherchieren. Ist dann im 2020 beim FC Windisch in die Drittliga eingestiegen. 2 Monate später macht er einen Transfer zu Thalwil in die erste Liga, bevor er dann eigentlich wieder mit dem Fußballspielen hat müssen aufhören. Und jetzt ist es so, dass er unter dem Deckmantel vom Verein FC Langenthal, ist in der 5. Liga aufgetan, wo unter dem Verein aber FC Langenthal läuft, aber eigentlich so ein bisschen der Verein im Verein ist, mit eben Cubanito FC, so ist es zwar nicht im Club-Corner gemeldet. Und jetzt sagst du, sie holen Spieler aktiv von den umliegenden Mannschaften ab und die fehlen euch natürlich. Klar, also eben, ist ja auch auf der Webseite vom FC Langenthal, habe ich mal gelesen, ist es als Youth-Team bezeichnet. Sie wollen ja auch vor allem junge Spieler fördern und dort so kleine Mannschaft bilden, wie für die, die es kennen, ist das Tobe-Gang bei den jüngeren Jahren, Team Oberaargau, Emmental gesehen. Es gibt aber noch etwa 15, dort weiss ich vielleicht wieder so ein bisschen die Besten zusammenholen. Wie gut dass das klappt, weiss ich nicht. Da sie jetzt in der 5. Liga trotz eigentlich einen starken Kader nicht einmal erst sind. Genau, und eben, weil halt so die jungen, besten Spieler der Region haben sie damit geworben, zu holen. Genau. Noch zum Cubanito. Ich meine, er hat 500.000 Follower auf YouTube, 100.000 auf Insta. Er hat Videos auf YouTube, die über 1,4 Millionen Mal angeklickt worden sind. Ich weiss nicht, ob man kann sagen, Schande auf mein Haupt, dass ich das nicht kenne. Das Bayern München Video, Dortmund, Schalke, PSG, irgendwie alles ist ein bisschen vertreten. Und ich glaube, es zeigt aber einmal mehr auf, wo so ein bisschen der Zeitgeist der jungen Fußballer hergeht. Ich glaube, so das Interaktive, wo jetzt nicht YouTube und Insta irgendwie in ein anderes Licht drücken oder so. Aber meiner Meinung nach passiert halt auf Social Media ein bisschen wenig. Und dort sind sie natürlich, nebst dem, dass sie vielleicht Perspektiven haben. Ich nehme an, wenn du ein bisschen höher geshootet hast, dann hast du auch bessere Kontakte. Dann kannst du danach vielleicht auch einen anderen Trainer holen, der ein bisschen mehr Qualität mitbringt als ein 5. Liga-Trainer, vielleicht allgemein im breiten Fußball. Und dass das eine Perspektive für die Spieler sein könnte, zusammen mit, man kann noch Videos schauen, wie sie gespielt haben im Wochenende, halt schon vielleicht, ja, ein bisschen, ja, was ist das richtige Wort? Nicht auf sich aufmerksam machen, aber was vielleicht ein bisschen mehr Spass macht, so in einem Verein zu shooten, als wenn du einfach Woche für Woche an die Matchen gehst und dann liest du nichts auf Insta, weil nur die erste Mannschaft das Thema ist. Klar, also eben, ich verstehe natürlich den Reiz, eben selber irgendwie mal auf YouTube vorzukommen, ist natürlich, stellt man es schon als Junge, glaube ich, schon cool, ich weiss nicht, wie es jetzt so ein bisschen in eurer Generation ist, aber bei uns ist das ein mega Thema. Es redet natürlich schon, sie haben ja gute Anlagen, wie du hast gesagt, eben, er hat jetzt mehr Möglichkeiten, sie haben glaube ich auch recht einen guten Trainer, Jost, Andi, ich weiß nicht, wie hoch als er der Mann war, aber mehr als ein durchschnittlicher 5. Liga-Trainer, sage ich jetzt mal. Von dem her, sie haben auch gute Anlagen, Kunstrasen, von dem her, das redet natürlich schon, und er siehst jede Woche das YouTube-Video, siehst die Highlights, machst dort vielleicht auch mal Werbung, ich habe gesehen, ja, es hat, jetzt haben wir ein Tonproblem, kann das sein? Fabu, erzähl doch mal etwas dazu, Fabu.
Ja, ich hatte ein paar Fragen dazu, aber es ist schwierig, wenn unser Gast eingefroren ist. Das Problem könnte mal vorkommen, da wir ja alle eher amateurhafte Infrastruktur haben, ausser unseren Gastgeber, sage ich mal. Das bringt aber nicht viel, wenn wir unsere Verbindungen selber manchmal abkacken. Wollen wir recht schnell einen Cut machen, weil es sonst nicht viel bringt, ohne ihn weiter... Ah, da ist er wieder! Hola. Sehr gut! herrlich. Es geht uns manchmal schon so. Wir haben nicht weitergefahren. Mir würde es ein oder andere wundern. Zum einen, wie oft schaust du ihre Filme auf YouTube? Was ich am liebsten habe geschaut, war natürlich das Spiel, wie sie gegen die zweite Mannschaft haben gespielt. Wir haben natürlich gereizt, für unsere Spieler auch interessant gewesen, das muss man natürlich auch sagen, wo sie ich selber auch mehr gesehen spielen. Sonst... Was hat es für ein Resultat gegeben? Ich muss da gerade schnell nachschauen. 4-1 für Cubanito FC. Ah ja, genau. Genau, also... Du hast ja weniger... Nachricht. Sorry, es ist mit der Verzögerung ein bisschen mühsam. Du hast mir in der Nachricht geschrieben, dass er das schon mal gemacht hat in Deutschland. Vielleicht kannst du dort mehr darüber erzählen, du bist auch ein bisschen tiefer in Materie drin als ich. Genau, du bist also, auch jünger, das liegt nur an dem, dass du jünger bist. dort, ich habe jetzt nicht eine wahnsinnig gute Recherche, es ist viel aus Hörensagen. Er hat vor der Corona-Zeit irgendwann in Deutschland eben das gleiche Projekt gehabt. Und es hätte darin geändert, dass sich die Mannschaft und Spieler nicht verstanden haben. Und eben, hören sagen, er sei dann doch verschlagen worden und hatte keine Freude gehabt. Und dann haben sie es doch dann aufgelöst. Ich weiß nicht, ob das über sich vorstellt, in der Schweiz klappt es vielleicht ein bisschen besser. Jetzt Gefühl, dass, oder vielleicht ist man da ein bisschen bodenständiger, ein bisschen ruhiger. Robi, wie manches Film hast du geschaut? Sorry, mir würde es noch wundern, wie manches Film hast du geschaut? 2, 3, aber Ausschnitte von diesen Filmen. Also ist nicht, dass mich das sonderlich interessiert, wenn es irgendwie FIFA-Credits gibt für... Was sind FIFA-Credits? mal abgesehen davon, aber wenn es irgendwie für den besten Torschütz, keine Ahnung, bei der Abschlussübung FIFA-Credits gibt, dann kann ich nicht so viel damit anfangen. Darum, ich habe nicht viel geschaut, aber 2, 3 Videos ein bisschen ausschnitten. Mir würde eigentlich wundern, was das so der Reiz ist. Warum hat man die Spieler können für das Projekt begeistern? Also ich meine, sportlich kann das ja nicht sein. Es ist eine Fünftliga, wie es überall wahrscheinlich oder wie es viele Fünftligas gibt, wo man einfach zum Plausch miteinander spielt. Was meinst du, warum hat man den Anreiz können schaffen, die Spieler auch zu holen? Ist es nur wegen der sozialen Kanäle? Schon mehrheitlich. Er hat eine Werbung darüber gemacht auf Insta, YouTube. Und er, bei uns war das natürlich ein Riesenthema, weil Lotzu ist halt auch gerade das Nachbardorf von Langenthal und da hörst du da extrem viel. Er hat so ein Probetraining gegeben, wo dann doch 5, 6, 7 Spieler von uns waren. Auch ältere B-Junioren, zweite Mannschaft, erste Mannschaft, die sich dort haben wollen zeigen und die Hoffnung hatten, dass sie dort gehen können. Das war halt so ein grosses Thema gewesen. Genau, haben sie tatsächlich zuerst niemand von uns. Jemand ist aber dann, hat sich dort noch einmal gemeldet, noch einmal gehen und dann haben sie dann auch genommen. Der Anreiz halt soziale Medien schon vor allem. Wie sieht es aus? Darf ich schnell, Robi? Natürlich. Weißt du, ob sie gewisse sonst Vorteile haben, die du vielleicht auf diesem Niveau nicht hast? Ich meine jetzt mal abgesehen davon, dass sie halt dort gute Infrastruktur haben. Überkommen sie irgendwie ein Trainingsset, haben sie irgendwie Vorteile, was den Mitgliederbeitrag angeht, weil er ja dort auch irgendwo schon kann, Geld generieren. Das weiss ich jetzt nicht. Finanzielle Sachen, keine Ahnung. Trotz allem Trainer, gute Anlage, das ist vielleicht das. Ob vielleicht irgendjemand ein paar Schutzschuhe hat versprochen, was in der unteren Liga doch mal beliebt ist, weiss ich jetzt nicht. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Wo ist denn in diesem Fall konkret das Problem, das du als Vorstandsmitglied vom FC Lotzu, wie du so schön sagst, wo ist das konkrete Problem? Es ist ein Spieler von euch betroffen und vielleicht zeigt es ja ein bisschen auf, was künftig mit jüngeren Fußballern halt sowieso allgemein ein bisschen mehr passieren sollte, dass eben ein bisschen mehr geteilt wird in den sozialen Medien. Ich glaube,
da muss man nicht weit schauen, es geht überall nur um die erste Mannschaft. Wir haben schon mal in einem Podcast darüber diskutiert, Fabio, das weiss ich noch. Die erste Mannschaft ist auch das Aushängeschild, das ist mir ganz klar. Die erste Mannschaft ist in der Regel auch die, die Zuschauereinnahmen generiert, wenn ein Ball rumgeht. Oder wenn sich Sponsoren melden aufgrund des Niveaus, das die erste Mannschaft hat. Das ist mir alles bewusst. Aber ja. Das Problem, ich sage eben, für den FC Lotzu Spieler verloren von der ersten Mannschaft. An dieser Stelle kann man sich vielleicht auch Scheiben abschneiden, wenn ich es sagen kann. Soziale Medien ist auch bei uns mehr das Thema. Wir haben unseren Instagram-Account auch erst vor etwa 2 Jahren eröffnet, was eigentlich extrem hinten drin ist. Wir sind auch am Schauen, ob man vielleicht eben, ob es das Thema wäre. Ich weiß nicht, ob es FC Langnau hat das installiert, so eine Kamera, die das Spiel von selber aufnimmt. Und dann kannst du das ganze Match eigentlich auf der Internetseite aufladen. Kann jeder nachschauen. Das ist eigentlich ganz cool. Ich denke, dort haben sie halt schon Vorteile. Ich habe mich einfach auch noch gefragt, was für den FC Langenthal vielleicht langfristig drin ist. Für sie der Vorteil, klar, sie ist, hat schon lange, oder jetzt das Gefühl, sie haben schon 5. Liga gebraucht, weil sie bis jetzt nur Erstliga und Drittliga und viel eben gerade von den Jüngeren sind dann eben dort bleiben hängen, weil der Sprung in Drittliga halt von den B-Junioren doch recht gross ist. Da haben sie klar den Vorteil. Mach nochmal, Robin. Konkret würde ich sagen, was. Oh, hast du noch zu diesem Thema konkrete Frage gehabt, uns etwas, wo du noch unsere Meinung Wunder nimmt? Mal wieder ein Verbindungsproblem wahrscheinlich. Das ja, das ist von mir in erster sagen, Linie. Dann würde ich doch sagen, ich glaube, wir können das vielleicht da künstlich, also ich will es nicht künstlich in die Länge ziehen, aber es ist der Trend. Ich glaube, es muss unter dem Strich muss einfach mehr passieren in den Anreizen für Spieler, wie das Zollikow jetzt neu macht mit diesen coolen Videos von der ersten und zweiten Mannschaft. Ich glaube, das ist der Weg, wo die Jungen halt gerne sehen, wo sie gerne drinnen vorkommen. Und das könnte das Argument sein, unter Umständen eben der eine oder andere halt ja in den Verein zu holen. Nichts mehr zu machen, ist nicht mehr attraktiv für die ganz jungen Fußballer, die halt nicht ganz in die Höhe kommen von den Ligen her. Und darum, ja, verstehe ich gut, dass das einerseits das Problem ist für die umliegenden Vereine, andererseits halt ein grosser Anreiz ist für junge Spieler. Ich finde das gleich auch spannend. Macht das Langenthal mit? Ich frage mich schon ein bisschen, wo der wirklich der Nutzen für sie da ist. Würde mich auch wundern, wie autonom die Mannschaft unterwegs ist. Wie konkret der Plan ist, zu sagen, die Idee von diesem Team ist, können Spieler näher raufzugeben. Die so zu entwickeln, dass sie näher auch in der Drittliga helfen können. Ist das auch die Idee von Cubanito? Oder ist das mehr, also mein Empfinden war so, ich habe ein einziges Film angefangen zu schauen, ich glaube vom ersten Match, dort haben sie auch gerade ziemlich deutlich gewonnen gegen AS Italica. Mein Empfinden war so, dass es ihm darum geht, sich selber zu feiern. Und nur das. Und zum einen frage ich mich, wie lange fängt es für seine Mitspieler, weil es eigentlich nur um ihn geht. Und zum anderen, was ist, wenn er auf einmal sagt, interessiert mich nicht mehr? Wandern dann wieder alle ab? Oder ist das irgendwo so gefestigt, dass man sagt, wir machen hier weiter unabhängig von ihm? Deine Erkenntnis ist ja keine Überraschung, Fabio. Ich meine, er ist der YouTuber und er ist der Influencer. Wenn du das Gefühl hast, dass es in diesem Video um alle anderen Spieler geht, dann bist du, glaube ich, auf dem Holzweg. Natürlich geht es in erster Linie um ihn. Er will, das geht sicher ja, um Follower für ihn. Ja, aber wenn du hast ja auch Ausschnitte gesehen von Spiel von ihnen, oder? Mhm. Und das hat ja 0,0 mit Objektivität zu tun. Natürlich ist er selber Spieler und redet darüber und geht es irgendwo darum, sich gut herzustellen. Aber also für mein Empfinden ist das oftmals so gesucht gesehen. Das ist wirklich nicht gerade hochqualitativ gesehen, also man nicht erwarten von der 5. Liga. Aber sich selber so abzufeiern mit dem Kollegen, der noch nebendran hockt und noch irgendwie realitätsnah zu sein. Ja. Aber vielleicht ist das wirklich,
die heutige Zeit, die heutige Generation, wahrscheinlich holt er so auch seine Mitspieler ab, kann man es nicht anders erklären. Vielleicht funktioniert so ein Projekt auch nur mit so Jungen. Eben wie er, der Dave vorhin gesagt hat, Deutschland scheinbar hat es irgendwann nicht mehr geklappt. Ja, bin ich sehr gespannt, wie sich das Projekt entwickelt. Es gibt ja auch immer wieder so Projekte, wo sich eben Spieler zusammentun und sagen, aus irgendeinem Grund sind wir nicht mehr wohl in einem Verein oder was auch immer. Wir gründen selber einen Verein. Ich glaube, das nächste von euch, sage ich mal, ist IF United Tutwil. Natürlich nicht gerade um die Ecke, aber ich weiß nicht, wie fest ihr das mitbekommen. Ist ja kurz- und mittelfristig auch für Tutwil eine sehr grosse Herausforderung gewesen, weil sie doch ein paar Abgänge hatten. Und glaube, wir hatten noch, ich weiß nicht mehr, die haben, glaube, drei Aktivmannschaften und glaube, Mühe hatten, die noch zu stellen. Mittlerweile haben sie sich erholt von dem. Man hat in Bern mit dem Ostbern, FC oder FC Ostbern, einfach Ostbern, wo ja auch immer wieder in den Medien mal zu hören ist, weil sie da ein bisschen anderen Ansatz haben. So Sachen wird es auch immer wieder geben. Hat es auch früher gegeben. Lustigerweise, ja, gefühlt eher in eure Richtung, Emmental, Oberaargau, kommt das auch eher mal vor, mit dem ersten Fußball. Oh, wie heisst die? EFC 15 oder so. Ja, genau. Genau, wo sich vor zwei oder drei Saisons dann wieder aufgelöst haben, weil dort das Problem ist gekommen, das du halt irgendwann hast, wenn du keinen eigenen Nachwuchs hast, die haben sich dann aufgelöst. Aber es scheint es immer wieder zu geben. Und ja, erstens bin ich einer von denen, der sagt, als Verein hat man, glaube ich, eine gewisse Verantwortung für Junge, eine Basis zu bilden, also Juniorenbereich etwas zu schaffen. Und andererseits findet man vielleicht für Teil oder findet Teil ihren Platz halt nur so in einer Mannschaft, wenn es nicht als grösserer Verein funktioniert. Das jetzt mit dem Cubanito FC, das finde ich nochmal ein anderes Projekt, sicher auch spannend zum Verfolgen. Ich würde sicher resultattechnisch dort ein Auge getroffen haben. Das nimmt mich schon Wunder, wie das geht. Du kannst uns da sicher zwischendurch Infos suchen haben, weil du eben näher dran bist. Aber ja, spannend. Und merci vielmals, hast du es uns erzählt. Und bist auch hier, ja, ich kann sagen, was die Herausforderung für euch bietet. Aber ich glaube, irgendwo kannst du sagen, es fordert euch auch raus, dort nach Gedanken zu machen, wo ihr vielleicht müsst, nach verändern, entwickeln, für die Jungen eher bei euch zu behalten und dass sie nicht, ja, für so ein Projekt weggehen. Ja, klar, ich denke schon allgemein, ob der Trend, dass Jüngere halt jetzt häufiger vielleicht mal in einen Verein wechseln, denke, probiere ich etwas Neues, statt halt im Verein zu bleiben und seine ganze Karriere dort zu spielen. Noch etwas Kleines zu dem, eben, wie es auch jetzt läuft. Ich habe schon von einem Spieler gehört, eben, dass es ein kleines Problem sei, dass eben, wo man nicht doch häufig halt Wert auf sie legt. Er will das Goal schiessen, er legt vor dem Goal nicht quer, sondern probiert es selber. Das Rabona-Goal. Man ist dort schon nicht zufrieden. Und ich auch gehört sagen, dass man besser ist, wenn er gesperrt ist. Er hat auch mal noch einen Sperrcoach schon diese Saison. Gegen FC Lotto. Genau. Genau. Dort hat es insgesamt gesehen, es ist dort auch noch recht abgegangen. Ja. Man sieht es im Video. Das war ein richtiges Derby. Ja. Eben, Lotz und Lange, das ist sowieso ein Derby. Und dort, weil halt bei uns viele Jungen sind, die kennen, ist es dann noch mal mehr Sache gewesen. Doch ziemlich hitzig geworden. Er hat dort auch zwei, drei Mal eine Beleidigung gegen einen Spieler von uns, den ich jetzt nicht so okay gefunden habe. Und den ich dann unter seinem Video habe kommentiert, also es nicht so fair gefunden. Die Kommentare hat er die alle gelöscht. Also, ja. Alle Kommentare, ja. Aber, oder was? Ja, einfach alle die Negativen. Die Negativen. So, Hopp Langenthal hat er natürlich okay. Stehen, oder irgendwie Cubanito, mein Held. Aber schon ein Hopp Lotzu hat er dann gelöscht. Okay. Also nicht sehr transparent. Da wären wir wieder beim Thema. Genau, da wären wir wieder beim Thema, dass es ja halt nur um einen geht in dem Fall. David, merci vielmals, bist du bei uns gewesen mit diesem Thema. Wir haben es weiter auf dem Schirm und ja, schön, hörst du den Berner Bowl. Und jetzt, das nächste Mal hörst du dich mit dir selber. Ja, und weiterhin viel Erfolg bei all dem, was du machst. Ich glaube, mir ist es eigene Erfahrung sehr wertvoll. Leute, die sich in verschiedensten Bereichen investieren. Aber ich glaube, was hast du gesagt? Spieler, Juniorentrainer und noch im Vorstand ein gewisses Aktiv. Mit 20. Chapeau.
von so Leuten leben. Ich glaube, gerade Vereine wie Lotzu, wo ich habe jetzt nicht geschaut, aber das ist auch nicht der grösste Verein. Das ja, merken wir schon, glaubt ihr das, dass wir jetzt ein bisschen näher dran sind im regionalen Breitenfußball, dass für die kleineren Vereine auch immer herausfordernder wird, in mir zu bestehen? Ja, so ist es eben gerade bei uns. Wir haben viele ältere, oder wenig ältere, meine ich. Jetzt müssen auch die Jungen nachher rücken. Der Vorstand ist eben gespickt mit so Jungen wie mir, blöd gesagt. Und auch Trainer sind zum Teil extrem jung. Braucht es halt und es geht nicht anders. Merci vielmals, habe ich dürfen da sein. Danke. Sehr gerne. Und euch auch alles Gute. Merci vielmals. Ja, Fabu, dann haben wir noch ein anderes Thema auf dem Radar. Und zwar hätte ich eigentlich gern für die heutige Folge die beiden Top-Torschützen bei unserem Podcast gehabt. Amar Aftukic, da sind wir sehr froh, hat es geklappt. Er ist heute hier, der Lauro González vom SV Lies, wo in der Zweitliga Regiogruppe 2 Score anführt, ist leider verhindert gewesen. Das soll aber nicht heissen, dass es heute nicht weniger Spass macht. Hallo Amar, schön bist du da. Da ist Sally, Amar. Ja. Hallo zusammen. Super. Ja, merci für die Einladung, erstmal. Sehr gerne, merci vielmals, bist du gekommen. Amar, ich glaube, ich kann das gerade vorweg nehmen. Es ist eigentlich ein Märchen für dich unter FC Bosporus. Du bist im Winter gekommen, bist jetzt ein Jahr dort und du hast Ende Rückrunde oder in der Rückrunde der letzten Saison und in der Hinrunde von dieser Saison 33 Goal geschossen. Warum läuft es beim FC Bosporus mit dir so gut? Ja, es ist schon ein bisschen ein Märchen. Auch für den Bosporus, für den FC Bosporus. Mit sage ich auch den Spielern, die letzten Winter oder diesen Sommer sind gekommen. Ist alles ein bisschen speziell gelaufen, weil ja, wir wechseln ja eigentlich nicht von den oberen Ligen, wo man eigentlich spielt und Goal schießt, in die jüngeren Ligen, sage ich mal so. Aber es hat letzten Winter und letzten Sommer eigentlich super geklappt. Mit den Transfers, die Bosporus tätig hat, auch in dem Sinn, wo wir uns alle gut haben kennt, eigentlich, all die, die sie kommen. Und ja, ich habe das Gefühl, es ist wirklich sehr familiär in der Mannschaft, auch außerhalb. Und wir legen sehr viel Wert auf das Zusammensein, auf einfach das Familiäre, dass nicht irgendwie das Finanzielle im Vordergrund steht oder irgendwie sonst irgendetwas, sondern wir sind alle zusammengekommen und wir haben alle ein Ziel. Und das ist einfach der Erfolg für FC Bosporus. Du sagst es jetzt gerade, der Erfolg für FC Bosporus. Was ist denn euer Saisonziel? Ja, wir spielen Match für Match. Ich glaube, es ist klar, im Fußball, jeder, der spielt, der will gewinnen. Der will ja am Schluss will er zu oberst oben stehen. Ein paar haben Ambitionen ein bisschen höher, ein paar ein bisschen tiefer oder ein paar haben die Chancen ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber am Schluss will jeder gewinnen und am Schluss will jeder oben stehen. Und so wollen wir das eigentlich auch. Das ist richtig. Ich habe mir in der Vorbereitung auf den Podcast habe ich mir so überlegt, eigentlich wärst du ja hier, Amar, das perfekte Pendant, eigentlich, wo wir bei uns in Berner Bowl noch reinnehmen müssten. Du kennst den FC Köniz, du kennst Breitenrhein, du kennst Bosporus. Du bist ja im Berner Fußball weit rumgekommen. Zuletzt warst du bei Düdingen gewesen, jetzt zu Bosporus gewechselt, von der Zweitliga Inter in die Zweitliga Region. Was sind für dich die grössten Unterschiede von diesen beiden Ligen? Ja, wenn ich ehrlich sein will, bin ich ein bisschen überrascht mit der Qualität in der Zweitliga-Region. Weil ich das ja vorher eigentlich nie gespielt habe, außer vielleicht ein bis zwei Mal mit Breitrain im 2, wo ich helfen bin. Aber der Unterschied zwischen der Zweitliga Inter und Zweitliga-Region ist für mich persönlich nicht sehr gross. Natürlich, ich habe dann in der Welschen Gruppe gespielt, dann sie ist es eigentlich immer so, dass 3-4 Mannschaften wirklich ein sehr, sehr hohes Level haben, auch finanziell und vom Kader her. Und der Rest ist eigentlich so wirklich mittelmässig, wo ich kann sagen, ist wirklich kein grosser Unterschied mit unserer Gruppe jetzt hier. Diesen Eindruck habe ich auch. Man sieht das ja immer in Testspielen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich auch Zweitliga Interschutz. Das weiss niemand warum. Mit zwei linken Füßen und 5 grossen Zehen pro Fuß kann ich mir das heute noch nicht vorstellen, wie das gegangen ist. Aber da hat man regelmässig in den Testspielen zwischen Inter- und Regiomannschaften 7-0, 8-0,
9-1, 8-2. Es waren immer solche Resultate. Und wenn man heute in der Vorbereitung schaut, zwischen diesen beiden Ligen, dann sind die Resultate nicht mehr so deutlich, als würde deine These unterstreichen. Also bin ich da voll bei dir. Trotzdem hast du ja auch ein spezielles Spiel gehabt in dieser Hinrunde schon. Ihr habt euch für den Schweizer Cup qualifiziert und habt dort den FC Breitenrain gezogen. Ihr hattet das Heimspiel und hat das 3-0 verloren. Aber erzähl mal schnell, wie war das Spiel für dich gegen Ex-Verein? Also Ex-Ex-Verein. Ja, erstmal ist es eine super Leistung von uns, dass wir uns überhaupt qualifiziert haben. Es ist wirklich ein langer Weg für alle, auch für den FC Gutstein, wo ich auch ein Kompliment machen muss, dass sie in den Schweizer Cup kommen, weil gleich musst du deine Matches gewinnen. Und ja, es ist nicht so einfach. Und am Schluss ist es für mich wirklich ein super Match gewesen. Wir haben halt 3-0 verloren, aber für uns FC Bosporus ist es wirklich ein super Event gewesen. Wir haben vielleicht dann noch nicht Fitness gehabt, wo wir hätten sollen haben. Und das ist so das Massgebende gewesen, zu sagen, 45 bis 50 Minuten haben wir uns wirklich gut geschlagen. Und ab 50. 60. hat man auch schon den Unterschied gesehen, dass Breit dann wirklich physisch und konditionell wirklich ein anderes Level hatte. Gut, ist irgendwo, ja, glaube ich, normal, wenn man, sie sind sich ja gewohnt, auf einem höheren Rhythmus 90 Minuten zu spielen. Und das sollte man ja auch irgendwo noch sehen, dass das so ist. Und dann braucht es immer ein bisschen Glück in so einem Spiel, dann musst du irgendwie mal eine neue Führung gehen, dass du ein bisschen anders könntest, ja, andere Chance hättest, das über die Runde zu bringen. Aber ich glaube nichtsdestotrotz, das, was ich gelesen habe, hat er scheinbar eine super Leistung gebracht gegen Breitschu. Ja, das ist ein kleiner Trost und gleich, glaube ich, nehme das gerne mit. Und in dem Alter hat er viele Zuschauer gehabt. Dann. Nein, es war wirklich ein super Match gewesen. Also, der Wieler war dann voll besetzt gewesen, hat wirklich viele Leute gehabt. Die Atmosphäre war schon super gewesen. Für uns ist wirklich mehr alles gegeben. Aber am Schluss hat es nicht gelangt. In so einem Match musst du so lange wie möglich die Null behalten und dann hoffen, dass du irgendwie vielleicht irgendwie ein Goal schießt und dann das über die Zeit springen kannst und dass die anderen ein bisschen hektisch werden. Aber ja, wir haben es 44 bis 50 Minuten lang geschafft und dann, ja, dann ist es 1-0 gekommen, 2-0. Ja. Ja, und gegen eine Mannschaft, die eigentlich auch in die Challenge League aufsteigen konnte. Also wirklich eine sehr beachtliche Leistung, absolut, absolut. Du hast ja schon einige Trainer in deiner Karriere als Spieler. Ich möchte jetzt dir noch eine Frage stellen, nicht wegen Deppenfredo, die ich dich vorhin gefragt habe, sondern wo hast du für dich den Sprung gemacht? Wo hast du am meisten mitnehmen können? Bei welchem Trainer oder bei welchem Trainergespann, bei welchem Verein war das? Ja, natürlich im Nachwuchs ist das, was man. Ja, dort lernt man Fußball spielen. Dort lernst du Fußball spielen, aber sobald du dann in eine aktive Mannschaft kommst, wie ich, dann, wo ich zu Königs begangen, dann kommst du wirklich erstmal auf die Welt. Sage ich mal so. Dann kommen Spieler, die in die Challenge League gespielt haben, die Super League gespielt haben, die meistens nicht viel Einsätze haben. Und dann merkst du eigentlich erst, um was es hier alles geht. Aber der Sprung, so, der richtige Sprung, wo ich wirklich bei angekommen, habe ich das Gefühl, ist bei Breitenrain gewesen, wo ich wirklich gecheckt habe, okay, hier geht es um etwas, hier geht es um Punkte, hier geht es um Absteigen oder nicht Absteigen. Und da ist schon viel Geld im Spiel, natürlich bei den anderen Mannschaften. Hier in Bern sage ich sicher viel weniger als irgendwo in Zürich oder unten im Welschen. Mhm. Und ja, dort merkt man erst, um was es wirklich geht. Also würdest du sagen, hast du das erste Mal so etwas wie Druck erlebt? Ja, nein, Druck nicht. Druck habe ich das Gefühl, hat man meistens im Nachwuchs. Oder man ist jung, man will unbedingt Profi werden, man realisiert Sachen erst wirklich später. Ja, Sachen erst realisiert 2-3 Jahre später. Und nein, ich sage nicht Druck, es ist einfach, man ist noch kein Spieler, habe ich das Gefühl. Mit 17, 18, wenn du von U21 von Thun oder irgendwo anders kommst, habe ich das Gefühl, ist man noch nicht ein reifer Spieler. In meinen Augen. Erst wenn du vielleicht 1-2 Jahre in der Aktivmannschaft bist, spielt keine Rolle, in der 2. Liga Inter oder in der Promotion League, erst dann wachst du über den aus, habe ich das Gefühl. Vielleicht noch anknüpfend an das Thema, das wir vorhin hatten. Wie siehst du das mit den jungen Spielern heute?
haben sie weniger Biss. Es ist ihnen viel wichtiger, dass sie auf Insta-Stories und YouTube-Videos kommen, oder geht es um Fußball? Ja, es ist halt die Zeit, wo wir halt jetzt hier sind, ist wirklich ein schwierig zu sagen. Ich habe alles erlebt. Ich bin jetzt auch mittlerweile 23, nicht alt, aber auch nicht der Jüngste. Und es ist so, wie soll ich sagen, es 50-50. Es gibt wirklich ein paar junge Spieler, denen ist das wirklich vollkommen egal. Und dann gibt es ein paar andere Spieler, die sind sofort am Handy, oder denen ist das wichtig, was wer schreibt, oder dass man jetzt eine Story muss posten vom Spiel oder von weiss nicht was. Da habe ich wirklich alles erlebt. Also schon bei unserer Mannschaft gibt es solche, die sind am Handy, die etwas posten, und dann gibt es die anderen, die es wirklich gar nicht interessiert. Die nicht mal Insta haben, gell? Ja, zum Beispiel, ja, das haben wir auch. Sehr cool. Ja, vielleicht hat Fabu noch Frage 2 sich notiert. Nicht, dass es schon ausgeschossen wäre. Ich habe da noch ein paar ganz interessante, aber zu den etwas kritischen kommen wir etwas später. Natürlich habe ich noch Fragen, aber ich merke, du bist so im Flow, dass ich kaum reingrätschen kann. Ich glaube, man kann sagen, mit dem Schritt, dass du gesagt hast, okay, geh zu Bosporus, hast du die ganz grossen fußballerischen Ambitionen wie abgeschlossen. Ist das richtig? Oder dass sie, ich meine, sagen, ja, jetzt wird ich vielleicht gleich noch Fußballprofi, wird auch relativ schwierig bei einem Verein, bei Bosporus, bei Düding oder Breitsch, hast du eher eine Chance, noch im Fokus zu sein. Bei Bosporus, behaupte jetzt mal, ist das wie vorbei. Wie ist der Prozess bei dir abgelaufen, was hast du gesagt, oder vielleicht stelle ich dir das einfach, also hast du gesagt, okay, es reicht auch nicht mehr, für Profi zu werden. Und wie bist du mit dem dann umgegangen? Nein, sicher, da gebe ich dir absolut recht, das mit dem Profi sein oder mit dem Profi wollen werden, das ist für mich abgeschlossen. Natürlich Ambitionen und wollen gewinnen und wollen aufsteigen und wollen Goal schießen, das ist bei mir immer, ob ich Zweitliga Inter spiele, Zweitliga Regio oder in Promotion League, das ist bei mir keine Frage. Ja, dann bei Düdingen, oder das Projekt, die eigentlich gestartet mit dem FC Bosporus bei Adan Rebronia oder sein Brütsch und seine Verwandten, die sozusagen mit dem Vorstand etwas haben aufbauen. Er ist dort Trainer geworden, ist ja mit mir auch familiär weiter verwandt. Und ja, ich habe dann auch einen neuen Job angefangen im Dezember, wo ich mich auch ein bisschen mehr auf das fokussieren wollte. Und dann habe ich gesagt, mit dem Jesin Stiri zusammen auch, der schon vor mir zugesagt hat in Bosporus, ja, dass ich auch dort probieren, das Projekt zu starten und ja, dass sie dort mithelfen. Und wie ist das für dich gesehen, eben so der Moment, sich vielleicht auch einzugestehen, okay, es reicht einfach nicht mehr für Profi zu werden, der Zug ist vielleicht wie abgefahren. Weißt du, hat das bei dir, bist du da in ein Teuf gefallen, hast du irgendwo zwischenzeitlich Motivationsprobleme gehabt, oder ist das für dich auch irgendwo gesehen, okay, das ist halt so, dafür habe ich vielleicht mehr Freizeit für anderes? Ja, nein, es ist schon wichtig, dass man selber sich kann reflektieren kann, dass man selber kann, zu sich selber ehrlich sein kann. Und ja, dann war es so, gewesen, dass ich mir selber auch gesagt habe, es reicht nicht mehr. Du hast zu wenig investiert oder es ist der falsche Zeitpunkt. Aber für mich ist eigentlich nicht in Sinn gekommen, dass man da irgendwie zu tief geht oder sonst irgendetwas. Eine Tür schließt sich, zwei machen sich auf. Und für mich jetzt dann eben, wie gesagt, habe ich einen neuen super Job bekommen. Habe ich dann angefangen und ja, von Düdingen zu Bosporus gewechselt und bereue ich wirklich keine Sekunde lang. Cool. Und es gibt ja viel, sorry Robi, ich lade dich nachher wieder rein. Mach nur. Es gibt ja immer wieder Sättigungen, wo eben, wenn sie es so wie merken, wirklich die Lust verlieren, aufhören. Ich finde es umso schöner, wenn es eben solche wie dich gibt, die sagen, komm, vielleicht gehen wir nochmal eine Liga tiefer, eben das Projekt, das mich spannend täuscht. Der Jesin Stiri ist, glaube ich, der überragend Ausgleich geschossen hat, oder im Cupfinale, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, also ich finde es absolute Bereicherung, wenn ein Spieler wie du in die Liga kommst und glaube auch eine Voraussetzung mit den Ambitionen, die man hat, wenn man aufgeht, dass man dort die Liga halten kann. Das ist weniger eine Frage, sondern glaube mehr noch so eine Erkenntnis von mir oder ein Feedback. Ich finde es cool. Dich können jetzt sehen, momentan auf unserem Niveau, wir beschränken uns ja bis zur Zweitliga-Region.
und hoffen, oder was soll ich sagen, hoffen die noch länger. Es würde heißen, ich hoffe, der steigt nicht auf, das sollte ich so nicht sagen. Aber genau, schön, dass ihr seht, zwischendurch. Ich finde wirklich, vielleicht hörst du ja zwischendurch die sehr eindrücklichen Spieler, wo glaube momentan in vielen Spielen den Unterschied macht und aktuell ziemlich brutalen Lauf hast gehabt, noch gerade vor der Winterpause. Ja, nein, auch zu dem, ich glaube, ich will auch das allen sagen, die Liga, die zweite Liga Regio ist wirklich nicht zu unterschätzen. Vor allem mit der, wo wir jetzt spielen, es hat wirklich überall gute Mannschaften, überall gute Spieler, wo überall, wirklich jede Mannschaft hat jetzt ein paar, die höher eingespielt und es ist nicht so einfach, wie sich vielleicht das die meisten vorstellen. Ja, du spielst nur in der zweiten Liga Regio und das läuft und dann gewinnt jeder Match und ohne Probleme und so ist es dann schon nicht. Es gibt überall, in jeder Mannschaft können sie spielen, in jeder Mannschaft wollen sie gewinnen. Und ja, es ist nicht so einfach wie alle denken. Das hat man bei Muri Gümligen gesehen, die wirklich eine super Truppe hatte. Und es der gleiche, glaube nach der dritten Saison, haben sie es nicht geschafft. Es ist so, das allein macht es noch nicht aus. Ich habe noch ein paar Fragen, wo du ganz einfach und schnell kannst eine Antwort dazu geben kannst. Und zwar, wen siehst du als grössten Konkurrent für den ersten Platz? Für den ersten Platz der grösste Konkurrent? Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Das ist für mich noch ein bisschen schwierig zu sagen. Ich sehe, der grösste Konkurrent ist für mich eigentlich auch nicht so gut der FC Lerchenfeld. Auch wenn sie jetzt nicht zeigen oder wenn sie nicht in der Tabelle so sind, wie sie es sich erhofft haben. Aber ich bin jetzt auch gleich ein paar Matches schauen. Oder ja, wohne auch dort in Eichen und für mich spielen sie wirklich attraktiven Fußball. Sie spielen offensiv, sie wollen gerne Goal schießen, sie verstecken sich nicht. Und für mich persönlich ist das, wie soll ich sagen, ist das ein Favorit, der eigentlich sicher rauf will, nach dem Abstieg, den sie hatten. Absolut. Welche Mannschaft hätten die zwei besten Innenverteidiger, außer Bosporus? Gegen welche war es besonders schwer zum Spielen diese Saison? Die zwei besten Innenverteidiger. Ist auch wieder schwierig zu sagen, muss ich gleich ein überlegen, aber. Ja, die Zeit hast du, ist kein Problem. Die zwei besten Innenverteidiger. Ja, ich muss sagen, die richtig müssen knorzen diese Saison. Gegen Breitrein abgetrocknet haben. Breitrein Innenverteidiger hat für mich wirklich ein guter Match gespielt. Der ist schon von meinen Sachen gekommen. Schneeberger. Der ist für mich, muss ich sagen, gut gewesen. Dann Konofingen, Captain, hilf mir schnell, der Ist das ein neuer Haus? Weiss ich auch nicht mehr. Ja, finde ich auch wirklich schon ein guter Spieler gewesen. Und sonst, ja, es gibt keine einfachen Verteidigungen oder schlechten Verteidigungen. Das ist wahr. Wer war der beste Spieler gewesen, den du jemals mit ihm hast dürfen zusammenschauten? Bei irgendeinem Verein? Der beste Spieler, den ich spielen konnte, ist dann, für mich war der Tossetti. Der ist jetzt momentan in Arizona. Genau. Ja. Der hat dann die Saison wirklich zwei, drei Saison lang wirklich ist auf dem Top-Niveau gsi. Ist für mich dann. Wo hast du mit ihm zusammen gespielt? Beim FC Thun. Ah. Genau. Gut, und dann noch das Pendant zu dieser Frage. Wer war der beste Gegenspieler, den du mal gehabt hast? Der bekannteste, meinetwegen. Ja, der bekannteste, den habe ich gespielt. Vielleicht mal ein Juniorenturnier oder so, irgendwie, keine Ahnung. Einer, der jetzt bei Arsenal ist oder so. Dann eigentlich, als ich das Debüt hatte, mit dem Thun gegen FC St. Gallen, hat dann der Panetto noch gespielt. Das war noch so faszinierend. Das ist so, der ist aus jungen Gil hast du immer ein Match geschaut von ihm, auch ein Nazi und alles. Er war überall gewesen, und dann plötzlich stehst du einfach vom Feld mit oder gegen ihn. Das war noch faszinierend, hat mich auch noch so cool. Das glaube ich. Und noch die letzte Frage von mir, Fabio hat sicher noch das eine oder andere. Wer gewinnt die WM? Die WM gewinnt Brasilien. Brasilien. Gut. Schreibe mir so auf, dass ich es dann mehr habe, wenn ich es mal nass suche. Captain von Konofing ist der Neuhaus Matthias. Ich finde es so spannend, sagst du Konofing, wo du drei Öffen hast gemacht? Also gut, könnte ich nicht sein.
Also ja, das ist zwar nicht respektierlich, aber nein. Aber die haben natürlich schon eine Qualität. Konufing ist, glaube ich, eine sehr erfahrene Mannschaft. Und, genau. Und vor allem in Breite, nee. Ich sehe halt... Ja. Ja, es ist gut. Genau, ich glaube, zwei Wechsel, die sie machen, wo dann zwei, die reinkommen, noch das Goal schiessen, oder? Also das zeigt ja, dass Qualität rum ist. Und die Spitze von dieser Tabelle zeigt sie ja auch, dass dort drei, vier, vielleicht im erweiterten Kreis halt auch fünf Mannschaften sind, die um den Aufstieg können spielen können. Und je nachdem, wie es ein bisschen läuft, tagesformabhängig schlägt, halt diese eine und dann ist man halt im Winter zuoberst. Und es gibt eine lange Rückrunde, das ist sicher so. Aber ich glaube, ihr gebt euch Mühe, dass ihr Spektakel könnt bieten in dieser Rückrunde. Und auf das freuen wir uns alle sehr. Also ich mehr als Fabu. Fabu schaut ja das selber nicht so gern. Es ist mehr Fünftling an daheim und macht Zeichnungen. Soll ich sie nochmal führen? Nein, Spass beiseite. Merci vielmals, Adler, bist du da gewesen? Wer ist das letzte Mal Regio schauen, Robi? Wer ist das letzte Mal schauen? Bist du nicht schauen, das Wochenende? Nein. Also ist das der Indikator, wer als letztes das Spiel hat gesehen? Ich glaube, ich habe gerade so viel Spiel auf diesem Niveau gesehen wie du. Ja, das stimmt. Einmal vor allem die erste Halbzeit von Lerchenfeld, bis der Nebensammlung hat. Das schreibe ich dir hoch an. Genau. Das bin ich dir nein, aber nein, ich bin noch Bosporus Willer schauen. Hallo. Ja, stimmt. Zum Abschluss, das genau. Ist sehr emotional. Ja, das ist ja heute auch noch kurz gefallen. Du hast gesagt, das ist sehr familiär bei Bosporus. Ist manchmal als Außenstehender noch schwierig zu beurteilen, aber das glaube ich euch auch. Auf dem Bitz ist manchmal sehr ein rauer Ton, gerade wenn es vielleicht eng ist. Aber das ist das, was man doch immer wieder hört und ich doch sehr schön finde, weil das sicher nicht überall genau gleich ist, aber dass man, glaube ich, gerade bei euch immer unterstützt, eben auch gerade neben dem Schubplatz. Genau. Und darum fertig. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Nein, einfach so eine Feststellung von außen, die ich spannend finde. Nein, noch etwas zu dem, es ist wirklich bei uns ist wirklich familiär und natürlich, wenn Matches fallen, wird es auch ein bisschen lauter miteinander, aber wir wissen ja gar nicht, aber wir wollen alle ein Ziel, wir wollen jeden Match gewinnen und ja, es ist nie jemand böse irgendwie nach einem Match oder sonst irgendwie etwas, jeder weiß, um was es geht und das finde ich noch cool, es gibt nicht irgendwie Probleme oder Glier oder alle sind am gleichen Strick und das ist cool so. Das fängt sicher. Amar, deine letzten Worte in diesem Podcast? / TV-Sendung. TV-Sendung, / Ja, merci für die Einladung. Und ich finde es cool, dass ihr so über den Regionalfußball hier berichtet. Ich glaube, für uns ist das super, für die Spieler, Trainer und all die, die den Fußball hier in Bern mitverfolgen. Und es ist wirklich eine super Sache. Merci vielmals. Dann muss man also nicht zum FC Langenthal in Cubanito FC. Man kann einfach auf Bern schauten, dann kommt man mal im Berner Bowl vor. Aber was mehr News hat, das lassen wir jetzt einfach mal so offen und mehr Abonnenten. Merci vielmals, Amar, bist du heute bei uns gewesen und auf eine verletzungsfreie und gute Rückrunde. Ja, merci vielmals. Von meiner Stelle. Merci vielmals, hast du dir Zeit genommen. Das ist nicht selbstverständlich für uns. Es war sehr spannend, von dir ein paar Infos zu hören. Und ja, schönen Winter, würde ich sagen. Genieß die ruhigere Zeit und dann viel Erfolg. Und wie es Robi gesagt hat, unbedingt verletzungsfrei bleiben, dass ihr dann noch euer Ziel könnt erreichen könnt. Ja, merci vielmals. Euch auch. Fußballfreie Zeit und ja, genieß es. Bis im März. Danke vielmals. Bis im März. Tschüss, Amar. Ciao, ciao. Tschüss, Amar. Ja, Fabu, ich überlasse dir die letzten Worte auch von diesem Podcast. Ich glaube, wir müssen es nicht künstlich in die Länge ziehen, oder? Nein, aber ich habe vorhin gerade gedacht, tragen wir eine Mitverantwortung, dass es jetzt zu Langenthal FC Cubanito gibt, weil wir zu wenig in dieser Region unterwegs sind, zu wenig bis nie. Du hast gesagt, ja, man muss nicht dort her, Bern, aber sind wir ehrlich, dort sind wir, glaube ich, noch nie ein Spiel schauen. Ja, das ist richtig. Gerade hier, wo du ja über den Schallenberg und dann über das Entlebuch hing an Langnau vorbei, rauf, wärst du eigentlich sehr nah. Da bin ich schon ein bisschen enttäuscht, gehst du nie schauen dort hinten. Nein, es ist effektiv so. Ich will nicht sagen, es ist nicht meine Region, aber ich habe mehr halt so ein bisschen das Seeland, wo ich
zwischendurch halt mal gehen, weil es halt auch so ein bisschen angenehmer ist von Nähe und so. Aber ja, zu deiner Frage, wir denken ja. Wir tragen mit Verantwortung. Ja. Oder hast du schon mal ein Fokusspiel gehabt vom FC Lotzwil? Nein, einfach nicht. Und ich finde, ja. Aber man kann auch sagen, das tun wir hier immer wieder betonen, man kann uns ja auch das klein wenig lustig machen. Ich meine, so sind wir immer im Seeland. United, Jens hat das sehr clever gemacht. Sie sind die Einzigen gewesen, die gesagt haben, sie hatten Freude an unserem Tassli. Und wenn es so einfach sind wir zu haben, schon sind wir dort her. Mit einem Wiederspiel gesehen von ihnen und Region Langenthal kann das ein Stück weit noch ein bisschen beeinflussen, ob wir mal dort landen oder nicht. Ich habe da nichts mehr hinzuzufügen und möchte mit diesen Worten von dir den Podcast beenden. Merci vielmals, habt ihr alle zugelassen. Merci unseren Gästen, seid ihr da gewesen. Und wie immer, wahrscheinlich sagt das der Februar noch gerade darum. Nein, sag es gleich, sonst geht es ewig. Wenn ihr irgendetwas habt, meldet euch bei uns. Meine Telefonnummer ist ja bekannt und sonst dürft ihr so über Insta gerne schreiben. Und bis in 2 oder 3 Wochen. Wir hören uns alle miteinander. Tschüss, Febu. Merci vielmals, Robi. Ich möchte das doppelt unterstreichen. Wir freuen uns über Inputs von euch. Ihr merkt, wir versuchen das aufzunehmen. Es kann spannende Diskussionen geben. Und in diesem Sinne, gute Zeit und bis zum nächsten Mal.